Das Besondere an unserer Masterökonomie ist, dass es ein Studiengang in der Ökonomie ist, in der Volkswirtschaftslehre, und die gleich die gesamte Bandbreite des volkswirtschaftlich-ökonomischen Denkens reflektiert und kulturgeschichtliche Zusammenhänge einbettet, guckt, wie dieses ökonomische Denken in die Wirksamkeit, in die Praxis, in die Politik, in jeden Einzelnen von uns kommt und sich dann wirklich ganz offensiv diesem Thema mit Gestaltung, was soll anders werden, was können wir tun, was können wir gemeinsam tun und wie kommt ein verändertes Denken in Praxis und wie können wir aus der Praxis heraus ein verändertes Denken gewinnen. Und ich denke, damit stehen wir einzigartig in Deutschland und weit darüber hinaus da. Unser Schwerpunkt dabei ist, die Ökonomisierung in ihrer Gänze und Breite zu reflektieren. Zu uns kommen viele, die sagen, ich habe eigentlich mit Wirtschaft als Wirtschaftswissenschaft und mit der Wirtschaft nichts zu tun, aber ich sehe, dass die Wirtschaft und wirtschaftliches Denken immer weiter in meinen Bereich einbricht, sei es die Kultur, sei es das Ingenieurwesen, sei es die Medizin. Und diesen Menschen einen Ort zu geben, gemeinsam mit ausgebildeten Ökonomen und Ökonomen, um wirklich dieses Denken über Transformation und auch dieses Zurückdrängen der Ökonomie aus Bereichen, wo sie ursprünglich nichts zu suchen hat, wo eigentlich unsere Moral, unsere Kreativität, unsere Kunst, unsere Spiritualität herkommt, und dass wir das in einem Studiengang vereinigen können. Also ich sage mal, dieses fachliche Einbetten der Wirtschaftswissenschaften und eine Einbettung der Ökonomie wieder in Gesellschaft und die Zurückdrängung aus dem gesellschaftlichen und aus dem ökologischen Umraum, das macht uns aus. Ich denke, vor was wir heute stehen, ist, dass wir nicht nur Welt umgestalten müssen, also unsere äußeren Beziehungen, sondern dass es wirklich um sehr, sehr tiefgreifenden Bewusstseinswandel geht, dass wir ganz tief die Voraussetzungen, auf denen wir leben, auf denen wir denken, verändern müssen, bis hin zur Frage, wer bin ich als Person, was ist Welt, was ist wissenschaftliche Objektivität, was ist der Raum, in dem wir arbeiten, was ist die Zeit, die wir uns vorstellen. Und dieser Bewusstseinswandel hat nichts mit irgendwelchen Wohlfühleinrichtungen zu tun. Es ist keine Wohlfühlökonomie, es ist keine Wohlfühlwissenschaft, sondern es ist eine wirklich schwierige Arbeit an uns selbst. Und hierfür braucht es eine Gemeinschaft. Kein Mensch kann das alleine tun. Und zu zeigen, dass man durch diesen Wandel hindurch kann, der auch schmerzhaft ist, der mit Aufgabe des Gewöhnlichen, des Natürlichen und für uns völlig Normalen zu tun hat, und dort Menschen zu haben, die das gemeinsam durchstehen, und jungen Menschen zu zeigen, dass ein Weg durch auch schwierige Situationen hindurch zu etwas Neuem führen kann. Und ich sehe die heutige Bildung als problematisch an, weil sie nur äußeres Wissen vermittelt oder eben den Menschen einfach in der gegebenen Subjektivität anspricht. Und diesen Wandel, aus dem dann wirklich Mensch und Welt neu hervorgehen können, sehe ich als die zentrale Aufgabe einer humanistischen Bildung. Und das wollen wir hier versuchen im Kleinen, auf das es andere dann nachahmen, imitieren und weiterleben werden. Für mich oder für uns heißt humanistische Bildung erstmal Persönlichkeitsbildung, die an Welt stattfindet. Also gerade im Masterstudiengang Ökonomie bewegen wir Weltfragen, wo jeder merkt oder merken darf, dass er zu denen in Verhältnis steht. Also es ist nicht einfach die Welt da draußen ist, sondern die Frage, wie ich mich in dieser Welt positioniere. Und das hat ganz unterschiedliche Elemente, und wir wollen im Studiengang den jungen Menschen diesen Raum geben, das tatsächlich zu entdecken. Das ist immer die Frage der eigenen geschichtlichen Eingebundenheit. Es hat ganz viel damit zu tun, ich bin nicht alleine, ich erlebe nicht etwas zum ersten Mal, wir durchleben nicht Krisen zum ersten Mal unserer Zeit, sondern es hat immer große Menschheitskrisen und individuelle Krisen gegeben, dafür ein geschichtliches Verständnis zu gewinnen, tatsächlich zu sehen, wie stehe ich in Gegenwart als Person und als Gemeinschaft und Gesellschaft, um dann zu sehen, wo setzt eigentlich Neuerung an, wo kann ich Visionen, wo kann ich bis in Träume, wo kann ich ins Vorstellbare hin verändern und dann auch ganz konkret meinen Ort finden, der mir angemessen und für mich der individuelle Ort von Transformationen ist. Schwierig zu beantworten. Ich bin selber von der Bildung her Wirtschaftsingenieurin. Ich bin für technische Chemie zuständig, sozusagen für die harte Realität, die Fakten und die Gesetzmäßigkeiten. Bin dann in die Ökonomie sozusagen übergegangen und von dort weiter in die Philosophie. Und was mir die größte Freude bringt, ist wirklich
Denkstruktur nahezubringen, dass junge Menschen den Raum, in dem sie denken, aber meistens zunächst unbewusst, wirklich als eine offene Landschaft entdecken können, in der sie sich bewegen können und in der sie Wegentscheidungen treffen können, was sie denken wollen, wie sie dieses Denken ausgestalten wollen. Und ob das in geschichtlichen Bezügen passiert, ich unterrichte die Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftsphilosophie meines Faches, also der Ökonomie, oder ob es tatsächlich darum geht, die Wirkung des eigenen Denkens zu erforschen, in dem, was wir Wirkungsgeschichte nennen, das ist mir eigentlich sozusagen noch relativ egal. Ich finde, es gibt eine sehr schlechte Form von Alternativlosigkeit, über die heute geredet wird, im Sinne des Tina, there's no alternative, die uns von außen aufgezwungen scheint. Sagt, wir können nichts machen, das ist eine Alternativlosigkeit, die mit Ohnmacht des Menschen einhergeht. Und was ich hier für mich erlebe und gefunden habe, ist eine Alternativlosigkeit im ganz anderen Sinne, sagen, es ist der Ort, an dem es richtig ist, dies zu tun. Es hat nichts mit mir, nichts mit der Welt da draußen zu tun, sondern es ist der richtige Platz, um Leben, um den Bildungsort für junge Menschen zu gestalten. Und dieses Gefühl, trotz aller Anstrengungen, an dem richtigen Platz zur richtigen Zeit zu sein und in dem Sinne eine ganz neue Form von Alternativlosigkeit leben und hoffentlich auch vorleben zu können, das ist das, was mir gefällt und was mich auch antreibt.